Entscheiden, okay, der Flüger kann nicht fliegen, wir müssen den anderen vorziehen und so weiter. Auch in der richtigen Flügerei geht natürlich dementsprechend mal irgendetwas kaputt. Sie müssen sich vorstellen, ein 747 hat ungefähr 6 Millionen Teile, die drin hat und eine unglaubliche Dokumentation. Ich kenne das nur vom Boeing F-18. Ein F-18 hat ungefähr Unterlagen von 700'000 Seiten, um das ganze Flugzeug, jedes einzelne Teil dokumentieren. Das Original besteht ungefähr aus 66 Tonnen Aluminium. Mit einer 747 kommt man relativ weit, man kommt knapp 14'000 Kilometer. Das langt also sehr gut, gerade so. Der Piz Abi hat den Flüger gebaut, pilotiert von Michael Breuer. Er ist ein sehr guter und sehr erfahrener Pilot. Er fliegt teilweise auch den Airbus 380, von dort ist da. Oder natürlich auch seine selber konstruierte Concorde. Planung bis Erstflug ungefähr 8 Jahre. Vor allem auch beim richtigen Treibwerk eine unglaubliche Technik und dementsprechend die Verantwortung. Die meisten Treibwerke bei der Airline heute sind Fleece, bei den Produzenten, General Electric und wie sie also natürlich alles heissen. Wunderbar, herzlichen Applaus, wie er das pilotiert, der Michael, nicht mal sein eigenes Flieger. Natürlich die eine Zeit eine riesige Freude und eine Ehre, aber natürlich auch eine gigantische Verantwortung an einen Kollegen zum Flüger zu fliegen. Und er macht das absolut professionell. So ein Airline als Modell. Sehr schön. Raus, ja, seht ihr, der Wald, der ist aber näher als man denkt.
da mit einem Flugzeug, der so eine riesen Spannweite hat. Original hat bei rund 300 km pro Stunde ab und landet bei ungefähr 260 km pro Stunde. Ich schätze, das Modell wird irgendwo bei 80, 100 km pro Stunde einsetzen. Die letzte Stunde, die ich hier einen 500er machen kann, für einen 400er, ist San Francisco Sydney Non-Stop. Für das braucht er aber 215.000 Liter Kerosin. Die vier Triebwerke scheinen wunderbar zu funktionieren. Sehr gut haben sie den Startabbruch gemacht und die dementsprechenden Korrekturen vorgenommen. Natürlich nicht mit dem richtigen Airliner, wo man unglaublich lange Zeit hat für eine Landevorbereitung, braucht ein Modell natürlich einen kurzen Anflug. Und ich sehe es, wie er das macht, perfekt im Kreis rein und perfekt aufsetzt. Wunderbar. Der Flug ist auch erst dann fertig, wenn der Flieger wirklich startet, wie jetzt. Und natürlich dann sauber zurückgerollt. Richtig versucht man, die Landestrecke möglichst kurz zu halten, damit man möglichst schnell zum Dock kommt, zu sehen, dass sie landet. Und dann, gehen, sobald der Flieger aufsetzt, Spoiler zu, der Schub wird umgekehrt, die Bremsen werden aktiviert, damit man möglichst schnell von der Piste weg ist und auch möglichst schnell dann an den Platz rollen tut. Wunderbar, bemalt auch nach dem Original von der Virgin Atlantic. Sehr schön, wie das vorgeführt wird. Gute Jets mit so teilweise in Betrieb, und zwar der sogenannte ECR Tornado. Er wird pilotiert von Julius, jetzt Mickey.